Hallo Leute, willkommen zurück zu This War of Mine. So, beim letzten Mal, wo ich beendet habe, hat das Spiel nicht gespeichert. An der Stelle hier. Und ich musste Tag 4 jetzt nochmal spielen. Ist eigentlich nichts Besonderes vorgefallen. Marco kam halt wie zuvor auch wieder zurück. Ist auch nichts passiert. Es kam zwischendurch noch eine Frau bei uns an die Tür. Und hat gefragt, ob wir ihr helfen können, die Fenster zu verbarrikadieren, weil halt hier Plünderer rumlaufen und Frauen vergewaltigen. Und da habe ich halt Bruno mitgeschickt. Der ist, glaube ich, am nächsten Tag dann wieder da. Und ich denke mal, die revanchiert sich bestimmt dann auch irgendwann. Auf jeden Fall, Bruno ist jetzt weg. Das heißt, wir müssen mal gucken, weil wir brauchen auf jeden Fall eine Wache. Weil ich möchte die Nacht eigentlich ohne Wache nicht unbedingt haben. Das ist mir... Weil wenn dann Plünderer kommen, wir haben keine Wache, das ist nicht so gut. Ja, deswegen würde ich ihn mal als Wache stellen. Und Marco, der zwar hungrig ist, geht aber wieder plündern. Und wir wollten... Ich weiß gar nicht mehr, in der letzten Folge, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, wollten wir da... Hatte ich da schon ein Ziel, wo ich hin wollte? Also wir brauchen auf jeden Fall Essen. Essen brauchen wir auf jeden Fall. Das kleine Wunder ist, aber hier ist das Militär gewesen, oder? Wie war das? Sind immer noch da und dann die Plünderer irgendwie in Schach. Vermutlich haben sie die Vorräte wie Essen und Medikamente, aber sie werden diese wohl kaum mit uns teilen wollen. Dietriche könnten nützlich sein. Ja, Da werden wir wahrscheinlich nicht sehr weit vordringen können ohne Dietriche. In der Tankstelle war ja kein Essen mehr, ne? Scharfschützenkreuzung. Jetzt gibt es reihenweise gute Stellen. Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen Risiko eingehen. Oh, das klingt auch gut. Die Altstadt, das war... Hier war das mit der Militärstellung, genau. Bombardierte Schule. Eine große Menge Lebensmittel, eine große Menge Materialien. Brauchten wir da nicht auch irgendwas, um weiter vordringen zu können? Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Ne, hier hin wollte ich, oder? Scharfschützenstellung. Ja, machen wir mal ein bisschen Risiko. Vorbereiten. Wir nehmen nichts mit, weil wir auch nichts wirklich haben, was wir gebrauchen könnten. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal diese Scharfschützenkreuzung an. Vielleicht ist es ja nicht so schlimm, wie ich dachte. Es war einmal so ein so lebhafter Ort. Ich vermisse diese Zeiten. Hier ist noch ein anderer Plünderer. Ich glaube nicht, dass der uns was tut. Ne, das scheint wohl... Passen Sie auf, sagt er ja noch extra. Sie wollen nicht vom Scharfschützen erwischt werden. Kann ich da mit dir graben, oder? Er ist im Hotel. Und deckt die ganze verdammte Straße ab. Das heißt, bis hierhin können wir auf jeden Fall gehen. Entweder nehmen sie hinter etwas Deckung oder sie bleiben fern vom Ort. Okay. Ja. Hier ist wohl gefährlich. Ja, man sieht schon, er schießt hier irgendwo immer hin. Vielleicht kann man das gut timen. Das könnte doch klappen, oder? Ja, jetzt hat er geschossen. Schnell dahin. Okay. Puh. Bitte. Helfen Sie mir. Ein Scharfschütze hat mich erwischt. Sie haben Glück, dass er sie nicht getötet hat. Okay. Helfen wir dem Mann, oder? Wie kann ich dir denn helfen? Ich war auf dem Weg nach Hause mit Medikamenten für meinen Jungen, als ich getroffen wurde. Ja, bitte ein bisschen schneller reden. Wir haben nicht ewig Zeit. Sie hat noch einen Sohn. Ich wollte die Kanalisation benutzen, doch jemand hat den Eingang verriegelt. Aha. Den
Eingang verriegeln. Schauen wir mal. Tür auf? Sie lässt sich nicht öffnen. Vielleicht gibt es einen Weg hier oben rum. Gehen wir nochmal da hoch. Können Sie bitte etwas dagegen unternehmen? Könnten wir dann noch in Deckung gehen? Hier, oder? Schnell, schnell, schnell. Okay. Die nächste Deckung wäre hier. Und dann wahrscheinlich hier rein. Das war knapp. Okay, jetzt aber hier schnell hier runter. Plündern wir hier erstmal, bevor der Typ kommt. Dann können wir vielleicht noch gucken, ob wir... Wir nehmen erstmal alles mit hier. Nachher sortiere ich dann mal aus, falls wir was anderes finden. Ich hoffe mal, dass wir noch Essen finden. Wir haben schon 0:30. Alter Schwede. Was haben wir denn hier? Ja, wir sind voll. Was haben wir hier? Okay. So, machen wir mal eben die Tür hier auf. Ein Uhr. Diesmal versuche ich echt die Uhr im Auge zu behalten. So, die Tür ist jetzt offen. Können wir dem nachher, wenn wir gehen, Bescheid sagen. Ah, da hatte ich schon geguckt, ne? Was haben wir denn hier? Und ich höre hier ein Kind schreien. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Tabak, den brauchen wir jetzt wirklich nicht. Verrostetes Obst. Und ich sehe, er hat eine neue Bio, weil die aufblinkt. Muss ich gleich mal, wenn wir zu Hause sind, mal lesen. Okay, ich sehe nichts. Ich glaube, hier ist auch keiner außer der Mann, der hier wohnt, oder? Denke ich mal. Ah, hier ist auch nichts. Wann ist denn hier nichts zu essen? Stand doch auch irgendwas von Lebensmitteln hier, oder? Ach, da kommt der schon von alleine, okay. Mal schnell hier rein. Ist abgeschlossen, okay. Er braucht mich, ich muss durchhalten. Da sind Gitterstäbe, da kommen wir nicht durch. Gehen wir mal hier hoch. Was ist denn hier? Noch mehr Materialien. Boah, ey, könnte man so viel Material mitnehmen. Aber ich brauche noch unbedingt Essen. Dringend, wir haben nichts zu essen mehr. Shit. Ja, von der anderen Seite, da kommen wir doch gar nicht dran, oder? Da ging es hier irgendwo hoch. Wir haben schon 3 Uhr morgens, das wird echt eng. Ach, der ist jetzt hier rein. Ah, cool. Dort steht eine Kiste unter dem Bett. Nehmen Sie so viel von ihr, wie Sie wollen. Ah, cool. Hier drinnen oder was? Oder hier? Ne, hier. Oh, bitte lass Essen dabei sein. Diamanten? Ach, Scheiße. Dann lassen wir das mal hier. Vielleicht kann man damit gut handeln. Ich nehme mal 4 Stück mit. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass man damit gut handeln kann, weil was will jemand in dieser Kriegszeit jetzt hier mit Diamanten? Ach da, so ein Baby ist das. Ach je. Ja, wir kommen hier aber irgendwie auch, glaube ich, jetzt nicht mehr weiter, weil... oder können wir vielleicht hier hoch? Oh ja doch, das geht. Dann guck mal hier. Und dann müssen wir uns auch schon wieder so langsam auf Rückweg machen. Medikamente. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die sind schon eher rar. Ist jetzt die Frage, was nehme ich mit? Was ist denn das? Einfache Medikamente auf Kräuterbasis. Manchmal helfen sie, manchmal nicht. Sie sind besser als nichts. Die können dir das Leben retten. Ich glaube, ich nehme die hier eher mit, oder? Weil hier ist sicherer, dass es heilt. Wie das da. Und davon haben wir, glaube ich, eine noch. So, ja. Aber da, was jetzt blöd ist, ist halt, dass wir nichts zu essen haben. Dein Vater hat einige Abenteuer erlebt, kleiner Mann. Wir müssen mal sehen, dass wir auch jetzt doch irgendwie mal Werkzeug herstellen. Geht's ja nicht auch noch weiter, oder?
Nee. Die Sonne geht auf, ich muss los. Ja, ich bin schon dabei. Schnell, 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 schnell. So. Ach, ganz knapp nicht geschafft. Mist. Naja. Bisschen schlecht getimed gewesen. Ich hoffe mal, er schafft's. Bruno hat unsere Nachbarin dabei. Was? Bruno half unserer Nachbarin dabei, ihr Haus mit Brettern zuzunageln und ist wohlbehalten zurück. Es hat einige Probleme gegeben. Wir hoffen jedoch, dass Marco bald wieder zurück sein wird. Ja. Ja, wir haben nichts zu essen. Wir haben nichts zu essen mehr, Leute. Normalerweise dauert das 5-6 Tage, bis man verhungert, aber. Ich könnte ein paar Bandagen brauchen, ja. Hungrig, leicht verletzt, müde. Ja, dann leg du dich doch mal hin. Bruno ist wieder da, ist auch hungrig und ist sehr müde. Und dann penn du auch mal. Kann ja im Moment eh nichts machen hier. Zumindest bis die Materialien da sind und dann werden wir mal diesen Schraubstock da bauen. Wart jetzt eigentlich nur noch auf Marco. Hast du auch eine Bio? Tag 4. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, unseren Nachbarinnen nur zu helfen. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Huch. Tag 4. Meine Geschichte. Bei all diesen Bomben, Scharfschützen und dem Mangel an Vorräten möchte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen und weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie uns unsere Würde nicht wegnehmen können. Es ist schwierig hier. Aber wisst ihr, wie wir das in unserer Straße geschafft haben? Mhm. Er hat irgendwie keine Bio. Komisch eigentlich. Die Nacht war ruhig. Marco ist wieder da. Marco hat auch ein Medikament gefunden, deswegen ist ein schwacher Trost. Hallo, ich bin wieder da. Und in einem Stück, wenn auch etwas müde. Ja. Du baust jetzt erstmal hier. Auch wenn du müde bist. Wir lesen erstmal deine Bio. Tag 4. Ich bin froh, dass ich diesem Mann helfen konnte. Jeder von uns könnte sich in dieser Situation wiederfinden. Er meint wohl den Mann an der Scharfschützenkreuzung. Unsere Nachbarin hatte recht, uns um unsere Hilfe zu bitten. Wir werden ihr dabei helfen, ihr Haus sicherer zu machen. Mhm. Ja, ich glaube, der Markus ist schon ein anständiger Kerl. Richtig. Sollte man zumindest im Krieg. So, jetzt bauen wir auf jeden Fall mal das hier. Platzieren. Ja, setz doch daneben, würde ich sagen, oder? Und dann bauen wir uns mal auf jeden Fall Dietrich. Mehrere, wenn es geht, damit wir hier die Tür mal aufmachen können, damit wir mal endlich hier gucken können, was da noch ist. Da kann ja vielleicht auch Essen im Schrank sein oder so. Ja, Marco, wir brauchen Essen, ich weiß. Aber bis jetzt ist noch keiner sehr hungrig. Zufrieden? Oh, das kenne ich gar nicht. Mhm. So. Dietrich, was brauchen wir denn dafür? Drei davon und einen davon. Das heißt, wir könnten drei herstellen. Das ist gut. Bau mal. Wie viele Schlösser hatten wir denn hier? Wir hatten drei Schlösser hier, ne? Komm, bau mal drei. Dann können wir direkt die Tür mal aufmachen. Die ist nämlich auch noch verschlossen. Also ich werde erstmal alle Türen aufmachen. Damit wir auf jeden Fall den Zugang haben, bevor ich hier buddel. So. Dann machen wir... Achso, er hat erst einen hergestellt. Ups. Ich dachte, wir hätten schon alle drei fertig. Ja, okay. Wir haben Zeit. Es ist 12 Uhr mittags. Die Sonne scheint. Für eine Sekunde vergessen wir, dass wir im Krieg sind. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig in diesem Haus hier. So, dann machen wir hier die Tür auf. Gut, dann hier die war, glaube ich, noch. Und da brauchen wir auch noch einen Dietrich. Ah ne, hier war der Dietrich. Im Schrank.
Kannst du direkt mal reingucken, genau. Oh, sehr schön. Nochmal Medizin, Kräuter, was zu trinken und Bücher. Das ist sehr schön. Okay. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Allein schon wegen der Medikamente. So, und hier oben war noch eine Tür, ne? Da, genau. Hier war was. Geh mal dahin. Zack, zack. Und dann kannst du mal pennen gehen. Dann wecken wir mal irgendeinen da unten. Die Türen müssten ja jetzt alle geöffnet sein. Ich sehe sonst nichts mehr. Vielleicht haben wir ja auch nochmal so ein Loot-Glück. Das wäre echt klasse. Und da noch. Im Schrank. Oh, Bandagen für den Pavel. Alles nehmen. Sehr gut. So, dann hier, Pavel. Steh mal auf. Mach mal hier Bandage. Marco, du haust dich hin. Da. Aber wenn Pavel verbunden ist, er ist ja nur leicht verletzt, dann kann er ja auch da mal im Schrank gucken und so. Marco hat das Richtige getan. Nun müsst ihr die Heilung beginnen. Sehr gut. Dann kannst du direkt mal hier buddeln. Mach mal hier den Scheiß weg. Die Tür war... Hatte ich aufgeschlossen auch, ne? Naja, sehen wir dann. Notfalls kann man ja immer noch einen Dietrich herstellen. Das kostet ja jetzt nicht so viel Material. Halt du, warte mal. Komm, kannst du mal direkt gucken, ob die Tür auf ist. Kannst du nämlich auch buddeln. Ja, okay. Hier, dann buddel mal. Ja, ich weiß, es dauert zu lange ohne Schaufel. Obwohl, warte mal, wir könnten doch eigentlich eine Schaufel herstellen, oder? Ne, hier war es, ne? Die kann man auch nochmal aufrüsten. Ach, scheiße. Viel zu tun und wir haben schon 7 Uhr abends. Alter. Was? Schaufel. Stell mal her. Ja, die Schaufel könnten wir eigentlich auch gut gebrauchen zum Plündern, ne? Können wir vielleicht 2 herstellen? Noch ist es warm. Wir müssen noch mal so bald jetzt so langsam einen Ofen bauen. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert, bis es kalt wird. Mist. Naja. Pavel, schneller Läufer. Hungrig, leicht verletzt, aber bandagiert und zufrieden. Hungrig, zufrieden und müde. Wir haben schon 2 Zufriedene. Das ist ja schon nicht schlecht. Dann tu du mal... Du bist nur hungrig. Dann mach du mal Wache. Und du schläfst. Und du gehst wieder plündern. Ja, Scharfschützending, eine Menge Lebensmittel. Ich habe keine gesehen. Wahrscheinlich hinter dem Gitter oder so dann, oder... Aber wir haben keine Eisensäge. Da war auch nichts mehr zu essen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwie was zu essen finden. Was denn hier? Eine große Menge Lebensmittel. Dann gehen wir nochmal zur bombardierten Schule, würde ich sagen. Und gucken da nochmal. Was war da an... Gerade mal gucken hier. Ein Schmuckstück. Wertvoller Tauschgegenstand. Okay. Ja, dann gucken wir mal hier in der Schule, dass wir da was zu essen finden. Ja, noch eine Nacht ohne Essen. Das ist echt scheiße, ey. So. Ich glaube, hier war keiner mehr, oder? Guck lieber doch mal vorsichtshalber. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, wo wir schon überall waren. Ist von der anderen Seite verriegelt. Achso, okay. Kannst du hier lang? Ja. Dann kannst du hier runter, ne? Was hatten wir denn hier noch? Eisengitter, da kommen wir nicht dran. Hier ist bestimmt viel Lebensmittel, vermute ich mal. Weil es auch so gut geschützt ist. Das wäre nicht so gut. Wenigstens ein bisschen was zum Anfang wäre schon jetzt schlecht. Uns verstecken. Waren denn hier nicht auch welche in der Ja, genau. Wollte ich doch gerade sagen. Es gibt keine Hoffnung. Ist hier jemand? Ne? Und hier ist ein Tisch. Bitte lass was zu essen drin sein. Was ist das? Also. Ja gut, dann nimm das mit. Wir können natürlich auch Glück haben, dass der Händler nochmal kommt. Und da gegen Essen tauschen.
Okay. Hier sind wohl Kräuter. Kommen wir nicht dran. Mist. Kühlschrank. Kühlschrank. Essen. Oh, pff. Das ist alles im Kühlschrank. Was? Ja, nimm mal alles mit. Hier ist auch so viel Wasser. So. Will ja auch nicht mit total leeren Händen zurückkommen, falls wir kein Essen finden. Mach mal auf. Da was zu essen. Da waren wir, glaube ich, letztes Mal nicht. Mach mal auf. Das sind nur irgendwelche Penner, oder? Eine Notiz an jemanden. Ich habe, so wie du wolltest, hinter dem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Ich habe dort bereits ein paar Sachen versteckt, damit du sehen kannst, ob es dir passt. Hinter welchem Kühlschrank? Hinter dem? Ich glaube, da gucke ich als erstes. Ich glaube zwar nicht, dass es Essen ist, aber... Was ist das? Schnaps! Mit dem kann man sehr gut handeln. Lass die mal hier. Nimm die mal mit. Noch einen Moment. Gehen wir mal hier oben gucken. Könnten jetzt auch hier die Sachen, glaube ich, mitnehmen, aber das würde wahrscheinlich Ärger geben. Auch wenn das ältere Leute sind, aber... Bandagen, Medikamente. Die Medikamente lasse ich denen aber, glaube ich. Ist schon ziemlich fies, wenn wir das auch noch klauen. Wir haben ja noch Medikamente. Also lasse ich die Leute da... Das finde ich da ein bisschen assi irgendwie. Wenn ich jetzt völlig verzweifelt wäre, dann... Weiß ich nicht, was ich dann machen würde.